Stefan, was macht die Schweiz für dich so besonders und einzigartig? Weil wir die Schweizer, wir sind eher ein bisschen bescheiden, zurückhaltend. Und man muss die Schweizer halt zuerst schon ein bisschen kennenlernen, bis sie zugänglich sind. Aber sie sind sehr, sehr freundlich und herzlich. Und die Schweiz ist eigenartig, natürlich landschaftlich. Man kann kaum 10, 20 Kilometer fahren, sind wir wieder an einem anderen Ort. Das ist so. Denn die Schweiz ist auch mit den Klimazonen und mit den vier Jahreszeiten etwas sehr, sehr Schönes. Auch mit der Pünktlichkeit, wo wir natürlich Uhren brauchen. Ich macht die Schweiz stark und einfach auch was Essen anbelangt, haben wir überall wunderbare Esswaren, die in den Alpen oben oder in den Seeländern unten wachsen. Wir haben Fisch aus den Seen, aus den Flüssen raus, wir haben wunderbare Wein heutzutage und auch das Länge sind mehr und Getreide. Und natürlich Wild und so Zeug. Also bei mir ist es eigentlich wie so ein Paradies. Und ich bin sehr, sehr gerne in der Schweiz. Ich finde die Schweiz sogar exotischer und sexier, wenn ich jetzt im Urwald wäre. Das ist doch schon ja, wirklich ein Statement. Ja. Da muss man wirklich drüber nachdenken. Und ich glaube, es hat wirklich etwas Wahres dran. Ja. Ja, wenn du vielleicht heute geschaut hast, oder eben wenn ich dir sage, ich tue Steine destillieren oder das oder dieses, oder wo du denkst, wow, gibt es das überhaupt? Und bei dir eigentlich sonst nur ein Wow kann auslösen, wenn du etwas von Mexiko oder von weiss Gott was hörst. Und jetzt hörst du etwas von der Schweiz, was du eigentlich noch nie gesehen hast. Das finde ich, ist natürlich schön an der Schweiz, aber klar, es braucht auch Leute, die das sehen. Wie wichtig ist für dich Zeit? Philosophische Frage. Wie wichtig ist Zeit in deinem Leben? Ja, also es gibt zwei natürliche Zeit ist ich bei einem Alter, wo ich gerne jünger sein möchte. Ich möchte noch erst 20, 30 Jahre jünger sein, aber ich möchte das Wissen haben, das ich jetzt habe. Aber das hat er vielleicht schon ein paar Mal gehört. Ja. Mir läuft die Zeit ein bisschen davon. Also, was man früher kaum erwarten konnte, läuft sie davon, weil wir wollen noch so viel machen. Wir wissen, die innere Uhr ist, klar bin ich erst gegen die 60, aber eben, ich habe das Gefühl, ich habe nicht mehr die Zeit, um alles zu verwirklichen, was ich gerne machen möchte. Das tut mich ein bisschen leid stimmen. Aber Zeit sollte man nicht so nehmen, man sollte nicht immer auf die Zeit schauen, man sollte sie halt ein bisschen im Gespräch Spüre haben. Und wenn wir halt zu viel drauf schauen, dann tun wir uns stressen. Aber es ist schon recht Zeit, dass sie uns zeigt, wodurch es geht. Wenn wir pünktlich an einem Ort sein, dann sollte man Zeit nehmen. Und wenn wir halt philosophisch unterwegs sind, dann sollte man die Zeit eher ein bisschen verstecken.